Doch Leute, ich habe gehört, wir wollen heute wieder ein bisschen spielen, ein bisschen rätseln, knobeln. Kein Problem für den Rätselmaster Mike. Achso, das war die Espur. Ja, da gehen wir direkt wieder dahin, wo wir letztens aufgehört haben. Nämlich zweite Villa, 11. Level. So, ach ja, die Magneten waren ja jetzt neu. Ich habe ja schon fast vergessen. So, wie machen wir das denn hier? Ich benutze mal den Magneten, um das wieder auf die richtige Stelle zu machen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist natürlich doof. Und ich habe noch zwei Züge frei. Ja, ich benutze erstmal das Telefon und probiere aus, ob das auch so geht. Das geht schon mal. Ja, Genau. Warte, jetzt kann ich nämlich das hier wieder abstoßen. Genau. Perfekt. Und, ist das hier richtig? Ja, perfekt. Danke. Sowas habe ich schon gehofft. So, jetzt müssen wir nämlich nur das Telefon benutzen und dann sind wir schon beim Ziel hier. Glaube ich. Ja. Genau. Okay. Geschafft. Das wäre easy. Ich dachte irgendwie, zweite Hälfte ist, glaube ich, immer schwieriger. Ist ja eigentlich auch normal so, dass das immer schwieriger wird mit der Zeit. So, diese Kiste ist im Weg und wir haben hier zwei Räume. Aha, kann ich die tauschen? Ich kann die tauschen. Sogar mit dem Magneten. Ich muss... Wie mache ich das am besten? Ich muss den Raum runterholen oder muss ich das? Nee. Ich kann ja hier einfach nach oben schieben, dann kann ich die Kiste aktivieren und dann... Ja, ich glaube, das mache ich als erstes. Das hier auch oben gehen, Kiste aktivieren, schnell wieder zurückgehen. Und... Pam. Dann ist das da schon mal weg, das ist wahrscheinlich wichtig. Deswegen habe ich es mal einfach gemacht. Achso, und da muss ich hier wahrscheinlich noch da. Vermute ich mal, ne? Dann kann ich die Kiste hier wegholen. Mist, da war die nicht korrekt. Die Kiste hier. Wo muss die denn hin? Kann man das irgendwie erkennen? Das heißt, hier, so. Und dann kann ich hier auch nach oben kraxeln schon wieder. Und das Teil nach unten. So. Jetzt muss ich natürlich beachten, dass ich mit den Magneten noch rumspielen kann. So, ich könnte natürlich, das ist, glaube ich, gut. Ich muss ja den Raum nach links bekommen. Aber der Raum muss ja auch noch bewegt werden. Deswegen könnte ich ja auch so theoretisch mal anfangen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und jetzt könnte ich... jetzt muss er allein nach unten. Da verschiebe ich den nach unten. Nach unten. So, und jetzt kann ich hier den Raum einfach nach links ver... Ach, da oben links war der... Ja, genau. So, und dann muss ich hier nur noch nach links. Und dann habe ich es schon geschafft. Das war eigentlich ganz easy, das Rätsel. Und kawum, ja. Nächstes Level direkt. Okay, direkt ins 13. Level. 13, Unglückszahl. Das wird bestimmt schwierig. Auf Abstand gehen. Was ist das denn? Ah. Diese Villa ist wirklich prächtig, aber irgendwie auch verlassen. Ah. Irgendwie habe ich hier gerade so eine Hand gesehen, aber... Naja, geil. So, das hier muss weg. Das hier muss weg. Irgendwie mag ich die Magneten nicht. Die sind scheiße. So, hier könnte ich natürlich direkt... Oh, das ist hier auch schon richtig. Ich würde eigentlich nur das hier holen. Okay, das auch nicht. Aber jetzt kann ich hier nach oben gehen. Das war ja alles, was ich wollte. Also es gehört hier oben hin. Deswegen mache ich das eben noch ohne rum. Ach, schade. Ich dachte, das ist hier richtig. Vielleicht ist das hier richtig. Ja, okay. Dann, achso, das wollte ich gar nicht. Das ist ja doof. So, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ich glaube, das reicht nicht mit den Zügen, leider. Aber ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich ja auch verrechnet. Mit dem Magneten könnte ich das wahrscheinlich ziemlich stark abkürzen. Dann gehe ich hier jetzt nach oben und dann nochmal nach oben und dann nochmal nach oben. So, entweder ich mache hier 3, den dann nach oben,
Das hier dann nach links wieder. Also dann habe ich noch zwei Züge frei. Und dann eins und dann... dann habe ich einen übrig. Das geht ja auch nicht. Das ist immer perfekt. Zudem muss ich auch noch. Und ich mache hier einfach 3-2. Das heißt, das macht keinen Unterschied. Außer, dass ich muss... Ah, Mist. Ich muss das so machen. Damit ich hier runter dann komme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen Zug verschwendet habe. Wahrscheinlich aber schon. Ah, nee. Ich kann ja hier wieder mit dem Magneten arbeiten. Und sollte schon alles passen. Dann habe ich schon gewonnen. So. Den räumen wir jetzt nach oben. Und die räumen wir noch tauschen. Dann habe ich es schon geschafft. Glitzer und Glamour. So. Die Kiste aktivieren. Und schnell wieder zurück. Explodiere die Mauer. Und dann haben wir schon geschafft. Ziemlich easy. Ziemlich easy. Deswegen gehen wir direkt ins 14. Level. Ja, ja, ja. Mensch, die soll mal schneller sein hier beim 16. Levels. So, was muss ich hier machen? Das muss hier raus. Oh, shit. 14 Züge, Alter. Wie viele Möglichkeiten es da gibt. Was soll man da mit 14 Zügen denn machen? Alter. Das ist ja viel zu viel. 14 Züge, wer will denn 14 Züge hier haben? Alter, 14 Züge. 14 Züge. Mist, das war hier oben richtig. Und das hier ist auch oben richtig. Oh, Mist. So geht das. Ach so, so geht das ja. So. Das hier muss später dann aber auch irgendwie hoch. Ach so. So, und dann kann ich das noch. Kann ich ja später hochbringen. Braucht das aber später, glaube ich, noch. So, jetzt kann ich den Raum wegmachen. Ja, hier muss ich wohl nach links auch noch. Jetzt kann ich hier wieder nach unten. Den Raum hier rausziehen. Ah, Mist, jetzt habe ich den anderen Raum weggeschoben. Ah. Ist natürlich nicht, dass ich was. Nicht das, was ich wollte. Jetzt muss ich den Raum irgendwie... ich weiß nicht, wo der richtig ist, leider. Das wüsste ich gerne. Jetzt muss ich hier nach links. Ach, da ist er auch richtig. Perfekt. Und der Raum muss ja nach oben. Das passt ja perfekt. Ach so. Ich verstehe. Dann habe ich es ja auf dem ersten First Try hier richtig gemacht. Oh, ich hatte schon Angst, weil das so... 14 Züge sind schon ziemlich viel, aber... war wohl nicht schwierig. 15... Und oh, nur 4 Räume. Das wird einfach. 10. Aber 10 Züge. 10 Züge und ich habe wieder eine Bombenstimmung hier unterwegs. Soll ich zuerst nach links? Ich glaube, ich gehe zuerst nach links. Aktiviere die Bombe und dann. So, dann explodiert es genau. Ja, jetzt könnte ich das natürlich alles nach rechts verschieben. Das hier ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich hier richtig. Nicht? Die Bombe ist da nicht richtig? Das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich jetzt tierisch. Ich mache hier erstmal frei. Das heißt, da muss ein anderer Raum hin. Welcher passt da denn am besten? Die Treppe da oben ist auch ein bisschen komisch. Die ist ja auch falsch. Ich will die am liebsten erstmal runter bekommen. Das heißt, ich muss hier nochmal Magnet. Nach links, Magnet. Nach oben, Magnet. Ich verschwende gerade, glaube ich, Züge. Egal, passt schon. So, das passt dann hier, oder? Ja. 2, 1, 0, passt. Ja. Das ist irgendwie immer so einfaches, ne? Ich muss dann auch nicht mehr überlegen. Ich muss einfach hier nur durchrushen und plötzlich bin ich schon im Ziel. Ist auch perfekt, ich weiß. Ich bin immer noch perfekt. Ich nenne mich auch gerne Perfekt, Mr. Perfect. Sei vorsichtig, da ist eine Puppe. Oh. Ach da. Ja, na und? Pff, Puppe. So, auf den ersten Blick sieht das ziemlich easy aus, aber auf den zweiten Blick ist das wahrscheinlich ziemlich hart. Aber egal, das ist nur das zweite Dings. 3 Züge darf ich machen, also 3 Räume verschieben. Das finde ich auch doof, dass ich Räume verschieben darf.
So, wenn ich hier nach links mache, ne, dann bin ich theoretisch tot. Hm. So, die Puppe ist natürlich die Schwierigkeit jetzt. Ich muss theoretisch nur nach... Würde ich vielleicht hier so zwei... Ja, das sammelt sich irgendwie immer hier beim Kopf, glaube ich. So, wenn ich jetzt nach unten gehe, dann... Achso, der kommt dann ja nicht mit. Hm. Oh, ich hab's geschafft. Ja, easy, Alter. Easy. Easy. Da muss ich ja noch nicht mal irgendwas machen. So gut bin ich. Ich bin halt echt der Rätselmaster. 3000. Oh ja, der Rätselmaster 3000. Herzlichen Glückwunsch, du hast... Ja, die dritte Villa ist jetzt freigeschaltet. Cool, cool. Aber wir haben ja noch ein paar Level. 6 Stück gesamt. Ja, fangen wir einfach mit dem 16. Level an. Das hat ja kein Problem. Oh Gott. So viele. Und nur 2 sind richtig. Oh, nee, ne. Ich muss die ja alle jetzt vertauschen. Zum Glück sind da keine Magneten, dann ist das nicht so schwer. Aber ich muss natürlich überlegen, wo welcher Raum jetzt hinkommt. Ah, Mist. Ich dachte, das ist doch richtig. Ich darf, glaube ich, jeden Raum nur einmal verschieben, außer einen. Ungefähr. Was ist denn, wenn ich den nach rechts schiebe? Ich weiß aber echt nicht, ob das richtig ist. So, das muss ja natürlich nach unten dann. Hm, okay, jetzt könnte ich das nach oben und dann nach links verschieben. Dann kann ich mit dem Telefon hier nach links. Und, aber dann komme ich ja wieder nicht dahin, irgendwie. Wenn der hier ist, dann kann ich ja den Telefon schlecht benutzen, um den... Hier ist das... Nee, hm. Nee, oder ich mach das... Nein. Ist völlig falsch. Nee, nochmal. Da muss ich wahrscheinlich das Telefon nehmen und den Raum dann nach links verschieben zweimal. Das... Ja, das erscheint mir logischer. Und hier ist er auch richtig. Da ist ja richtig, ja, okay. Das muss dahin und kann ich mit dem Telefon das dann nach rechts verschieben. Und dann habe ich schon geschafft. Ja, Telefon jetzt mit dem grünen Telefon jetzt nach hier. Dann mit dem Raum mit dem roten Telefon ganz nach oben und dann habe ich es geschafft. Okay, geschafft, okay. Das ist gut, das ist gut. 17. Kommt da noch mehr Magneten? Ach, keine Magneten. Ich bin irgendwie so froh über die Magnetlosigkeit dieser Level. Ja, ich mag Magneten nicht. Habe ich jetzt so beschlossen. So, wo kommt der Raum hin? Wo passt der denn am besten? Ich würde ja sagen, entweder nach ganz rechts in diese Lücke. Dann kann ich nämlich... Ja, das sieht besser aus. Reicht das? Soll ich nehmen nochmal? Ja, ich verschiebe ihn nochmal. Ja, da ist er auch richtig. Wie gedacht. Okay, jetzt bin ich nämlich hier, genau. Okay, ich schiebe den mal direkt hier nach unten jetzt. Da ist er richtig. Das sollte easier dann gehen. Jetzt kann ich mit dem Raum einfach nach unten und nach links, wo er auch richtig ist. Richtig. So, wo kam der Raum jetzt nochmal hin? Na egal, wir haben ja noch ein paar Züge, deswegen mache ich den Raum ja noch mal hier hin, damit ich den Schlüssel jetzt einfach bekomme. So. 5 Züge. Oh, 4 Züge. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich muss ja einfach nur theoretisch den Raum nach... ganz knapp. Wie immer, aber geschafft. Puzzlerad, ja, ja, 130 Puzzleteile. Ich bin ein Master in diesem Spiel. Hehe, gut gemacht. Wieso lacht er mich aus? Das finde ich nicht gut. Ich glaube, ich verklag den. Das Wichtigste zuerst. Hm, du bist ziemlich weit gekommen und das ohne einen Kratzer. Ich kann es kaum erwarten. Kaum erwarten? Was soll das heißen? OMG, die Lampe ist böse. Was? Ach, nichts. Ich habe nichts gesagt. Bin ja gar nicht da. Okay, der Magnet bringt rein gar nichts hier. Hier bringt er aber irgendwas.
Ich könnte den Raum nach oben verschieben, wenn man wollen würde. Ich weiß aber nicht, ob der Raum da oben links so praktisch ist. Deswegen lasse ich es eigentlich einfach mal hier. Ich könnte den Raum hier ein bisschen verschieben. Ja, ich glaube, ich musste das machen. Jetzt kann ich hier... Ach so, die versperrte Tür ist da. Na gut. Dann ist ja alles richtig. Jetzt kann ich das Telefon hier benutzen und... ja... Was ich noch machen kann, ich kann hier direkt den Raum nach rechts verschieben. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Zeitverlust das letzte Mal. Ja, genau. Das ist viel besser. Jetzt kann ich hier nämlich... Das muss ja zwei nach rechts. Dann kann ich das hier auch direkt machen, weil das hier kann dann nicht verschoben werden. Das ist perfekt. Jetzt kann ich den Raum auch direkt hier hin tun. So, und jetzt muss der Magnet natürlich noch... er kam ja hier hin. Genau. Und jetzt muss ich nur noch hier... Ich hoffe, das passt noch. 2, 1. Oh, ich glaube, ich habe... Shit, ich habe den Schlüssel vergessen. Und ich habe irgendeinen Zug zu viel gemacht. Ich weiß auch nicht, wo er... ja, nochmal. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich einen Zug verloren habe. Ich kann hier mit meinem Magneten den Raum ranziehen. Jetzt kann ich mit dem Telefon, mit einem gesparten Zug und den Schlüssel, den ich diesmal mitgenommen habe, das Rätsel lösen. Yeah! Okay, bald haben wir es auch schon geschafft, glaube ich. Wir sind auf der Zielgeraden. Nur noch drei Level. Du bist das klügste Kind, ich weiß. So, das sieht... Oh, 5 Räume, also... Aber 21, Alter. 21 und Magneten. Oh, nee, Magneten. Ich hasse diesen Magneten. Kann man den nicht einfach aus dem Spiel entfernen? Dieser Scheiß-Magnet. So, ich würde erstmal gerne gucken, wo die Räume alle hinkören. Das ist ja immer schwer zu gucken. Hier jetzt schon mal nirgendwo hin. Oh, guck mal, ich habe einen schon mal gefunden. Na, einer bringt mir rein gar nichts. So, der Raum kommt hier hin, okay. Aber davor muss ich wahrscheinlich noch den... Ja, okay, nochmal von vorne direkt. Also mit dem Ranziehen ist wahrscheinlich schon richtig. Damit spart man ja nur Züge. Und das war ja hier richtig. Jetzt die Frage natürlich, wo kommt das dahin? Ich glaube nach unten links. Ich muss das nach unten links verschieben. Mach ich mal. Nee. Mach ich nicht. Nochmal von vorne. Ich muss das. Da bringt das, glaube ich, nicht so viel. Das heißt, ich verschiebe das hier nach oben und rechts, damit ich die Kiste hier schon mal nehmen kann. Die brauche ich ja später. Und ja, dann. Ah ja. Kann ich den schon mal mit dem Magneten da anschieben? Oh, guck mal, da ist das schon sogar richtig. Der ist dann wahrscheinlich da richtig, der Raum. Ja, jetzt... Ah, vielleicht geht das... Nee, das geht nicht, oder? So muss ich dann theoretisch machen. Ah, shit. Ah, das sah doch so... Das sah doch so gut aus. Wo war denn jetzt nochmal richtig? Ach, shit, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Mist, das war ja richtig. Das war doch richtig, shit. Oh, so viele Fehler. Nochmal. So, diesmal ohne Panikmomente. Also. Das hier wollte ich ja jetzt nach hier hin verschieben. So. Zoom. Jetzt wollte ich das hier nach hier verschieben. Jetzt wollte ich den Raum nehmen, um den hier hin zu verschieben. Damit ich jetzt mit dem Magneten hier nach oben kann. Jetzt sind alle Räume richtig und sogar die Bombe hier ist richtig platziert. Das heißt, keine Schwierigkeiten hier. So, explodier mal. Und kawum. Schon kann ich ins Ziel. Geschafft. Okay, nur noch 2 Level. Dann haben wir das Segment auch schon geschafft. Die Lampe ist übrigens immer noch böse. So, das, die beiden sind richtig. Oh, das ist doof. Ach so, den kann ich nicht bewegen. Dann ist das doch nicht so doof. Dachte schon, ich muss den irgendwie... Ja, egal, egal. So, hier kann ich nicht viel machen. Kann hier rein gar nichts machen. Deswegen muss ich nach rechts schieben. Und da ist der Raum auch schon fertig. Richtig. Fertig ist er natürlich auch.
Jetzt hier kann ich auch nur eins machen. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, den Raum zu verschieben. Hier rechts bringt mir das irgendwie hier rein. Achso, ich kann ja auch nach links. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Mit dem Raum könnte ich nach oben. Den könnte ich nach oben verschieben. Aber das bringt mir auch rein gar nichts. Das ist auch nicht richtig. Ich sehe das gerade an dem Hintergrund, dass das hier nicht zusammenpasst. Aber was zusammenpasst, ist, dass ich... nein. Ich muss irgendwie jetzt daran kommen. Von der Seite. Aber irgendwie darf ich nicht an der Seite sein, weil dass ich... Darf das irgendwie nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, das hier muss ja weg, ne? Das ist ja das Ziel. Ah, ich mache das hier erstmal weg, so. Das schadet ja nicht. 24 Züge habe ich noch. Was? 24 Züge. Was soll ich denn in 24 Zügen noch machen? So, ich könnte vielleicht versuchen, das da irgendwie so zu machen. Da ist er richtig, natürlich. Ist auch klar. So, ich habe jetzt eine ähnliche Situation hier geschafft. Ich muss hier, das heißt, der Raum ist hier... Ich glaube, ich muss da aber noch was machen. Ja, ich muss den Raum nochmal verschieben. Ich weiß aber nicht, ob das so... ich glaube, ich habe dadurch jetzt einen Raum... Ja, nee, ich muss hier, glaube ich, ganz außen rum jetzt. Ich weiß, es ist tragisch, aber... Okay, ich versuche jetzt mal was Riskantes. Moment. Ja, ich versuche jetzt mal was Riskantes. Also, wo ich mich beeilen muss. Muss ja die Bombe... Geht das? Das ist ja easy. Habe ich es ja eigentlich schon geschafft, ne? Jetzt muss ich aber... jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Das sollte nicht so schwer sein. Das war ein Fehler, oder? Na egal, dann gehe ich jetzt nach oben. Und der... Ja, ich muss das hier so machen. Vielleicht... aber das passt ja trotzdem. Okay. Hatte ich da etwa zwei extra Züge oder was? Das waren, glaube ich, zwei, ne? Rechts und links. Ja. Was war das denn für ein Level... Hey, gut gemacht. Ne. Ist ein miserables Level. Egal. Gibt's hier noch ein bisschen Story vielleicht? Nö. Keine Story für mich. Oh Gott. Die drei sind richtig. Der ist richtig. Okay. Und die... ne. Eine verfluchte Puppe und Sprengfallen? Dieser Ort ist zu gefährlich für Kinder. Aber vielleicht ist das, was für dich gefährlich ist, auch gefährlich für die Puppe. Aha. Denn für die, was ist denn für mich gefährlich, zu wenig Züge zu haben? Nee, keine Ahnung, was die meinen. Was für mich gefährlich ist, ist für die Puppe gefährlich. Sprengfallen sind hier auf jeden Fall nicht. Puppe, ich gehe mal durch, ne? Hier ist das natürlich richtig, ne? Hallo? Ich brauche einen Schlüssel, Guck mal, das ist falsch rum. Ja, okay, nochmal neu. Das ist natürlich doof, dass direkt im... Was will ich denn als erstes erreichen? Ich muss den Magneten holen irgendwie. Also ich muss das, den Raum hier irgendwie rausbekommen. Ich weiß noch nicht ganz wie. Weil die Puppe ein bisschen im Weg ist. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn ich nach unten... Ja, das... doch, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Aber naja, aber nein, aber ja... Aber nein. Versteht ihr, was ich meine? Ich verschiebe jetzt mal den Magneten ganz nach unten. Sodass ich... Also die Leiter war da ja rechts ganz richtig. So, und dann kann ich ja natürlich durchgehen. Achso, den Raum hatte ich da letztens, glaube ich, nicht stehen. Das ist natürlich praktisch. So, jetzt muss ich natürlich irgendwie die Puppe ein über mir bringen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem jetzt. Den Raum muss ich jetzt auch verschieben irgendwo hin. Das heißt, ich verschiebe den Raum jetzt einfach mal random dahin. Ach komm schon. Vielleicht jetzt hier nach unten. So, und das... Nein, das bringt mir nichts. Den schiebe ich jetzt... Der war ja hier richtig. Ich muss, glaube ich, jetzt nur noch alle Räume richtig verschieben. So, der kommt wahrscheinlich... Ich habe, glaube ich, was gesehen.
Wenn ich den jetzt nach oben verschiebe, dann kann ich hier hin und trotzdem den jetzt nach unten verschieben. So, der Raum muss auch noch irgendwo hin. Ah, das passt schon. So, der kommt wahrscheinlich da ganz nach unten hin, hoffe ich jetzt mal. Ja, ich sehe da hier ein Stück von der Treppe. Ja, geschafft, ne? Das war ja easy. Ha, kein Problem für Rätselmeister Mike. Abenteuervilla. Du hast alle Level in Villa 2 gelöst. Natürlich. Wer löst denn nicht alle Rätsel in Villa 2? Oh, was? Achso. Ja. Damit haben wir diese Villa auch freigeschaltet. Das nächste Mal gucken wir uns dann diese Villa an. Ja, dann sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn wir das machen. Bis dahin. Tschüss.